Warum sind Algen eigentlich keine Pflanzen? Wie pflanzen sich Algen fort? Und warum können Algen ihren Sex outsourcen? Diesen und weiteren Fragen werden wir in dieser Podcast-Folge nachgehen. Herzlich willkommen zu Auf den Grund gegangen, dem Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Mein Name ist Viola Brandt. Und ich bin Sophia Jahns. Und zusammen sprechen wir mit WissenschaftlerInnen unserer Max-Planck-Institute über ihre Forschung. Heute gehen wir der Algenforschung auf den Grund. Dazu sprechen wir mit Dr. Daniel Liesner. Daniel ist Postdoc am Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen. Zudem sprechen wir mit Dr. Susanna Coelho. Sie ist wissenschaftliche Direktorin für Algenentwicklung und Evolution am selben Institut. Hallo Daniel, danke, dass du da bist. Hallo, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Du beschäftigst dich mit ganz besonderen Lebewesen, die sind weder Tier noch Pflanze. Erzähl mal, um was geht es da? Da geht es um die Braunalgen. Die sind tatsächlich sehr weit entfernt von sowohl Tieren als auch Pflanzen als auch Pilzen. Man mag ja denken, dass sie, weil es Algen sind, sie sind photosynthetisch, dass sie evolutionär relativ nah an den Pflanzen sind. Aber das stimmt tatsächlich nicht. Funktional ja. Aber evolutiv sind die Braunalgen von den Pflanzen, von den Landpflanzen, wie wir sie kennen, ungefähr 1 Milliarde Jahre entfernt. Dementsprechend ist es ein sehr interessantes System, weil es sich praktisch komplett unabhängig entwickelt hat von all den Lebensformen, die wir so im Alltag vielleicht auf dem Schirm haben. Lass uns ein bisschen über das Liebesleben der Algen sprechen. Boy meets girl. Mhm. Wie funktioniert das? Also bei den Braunalgen ist es sehr charakteristisch, dass wir getrennte Geschlechter haben. Aber nicht so wie bei uns, bei den Menschen. Wir sind ja diploid, wir haben 2 Chromosomensätze. Und die Braunalgen sourcen praktisch ihren Sex aus. Also dort gibt es 2 getrennte Generationen, die diploiden mit 2 Chromosomensätzen und die haploiden mit 1 Chromosomensatz. Und bei den Braunalgen ist es ursprünglich so, oder auch in den meisten Fällen so, dass eben in dieser haploiden Generation Sex vorkommt. Das heißt, es gibt ein Männchen und ein Weibchen. Und das ist bestimmt durch das sogenannte UV-Chromosomensystem. Das ist nicht wie bei uns. Wir haben XX und XY. XX für Frauen und XY für Männer. Und bei den Braunalgen gibt es das U-Chromosom für Frauen und das V-Chromosom für die Männer. Und in dem Fall wäre dann der diploide Organismus asexuell. Und nach der Meiose hat man die haploiden Organismen, die dann sexuell sind und Gameten produzieren. Also Eizellen und Spermien. Wow, wow, wow. Nochmal zurück und ganz langsam von vorne. Braunalgen haben meistens getrennte Geschlechter. Bei Braunalgen ist es meistens wie bei uns Menschen. Sie haben 2 Geschlechter, also entweder männlich oder weiblich. Und bei der sexuellen Fortpflanzung läuft das auch so ab wie bei uns Menschen. Ein weiblicher und ein männlicher Elternteil gibt sein Erbgut mit den Keimzellen, also den Eizellen und den Spermien, an die Nachfolgegeneration weiter. Die Erbinformationen sind in den Chromosomen gespeichert, die bei jeder der Keimzellen nur einfach vorliegen. Man nennt sie deshalb haploid. Haploid kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie einfach. Bei der Vereinigung von Eizelle und Spermium entstehen aus den beiden einfachen Chromosomensätzen ein doppelter Chromosomensatz. Er trägt die Erbinformation der Mutter und des Vaters. Jede unserer Körperzellen ist so bestückt und ist deshalb diploid. Diploid kommt vom Altgriechischen diplos für zweifach. Ein neu entstandener Mensch hat also in seinen Körperzellen immer einen diploiden Chromosomensatz und ist auch nur mit einem diploiden Chromosomensatz überlebensfähig. Zudem entsteht bei uns Menschen aus einem Mann und einer Frau sexualbiologisch auch wieder ein Mann oder eine Frau. Und wie ist das jetzt bei den Braunalgen? Bei den Braunalgen ist das anders. Denn da gibt es einen Generationenwechsel. Das heißt, es wechseln sich 2 verschiedene Generationen ab. Und zwar Diploiden mit 2 Chromosomensätzen und die Haploiden mit 1 Chromosomensatz. Es gibt also eine Algengeneration, die nur mit einem haploiden Chromosomensatz lebt.
Das sind dann, bis auf wenige Ausnahmen, die männlichen oder weiblichen Algen. Wenn die Eizellen und Spermien dieser männlichen und weiblichen Algen verschmilzen, dann entsteht in der nächsten Generation eine geschlechtslose Alge mit diploidem Chromosomensatz. Diese wiederum kann durch eine spezielle Form der Zellteilung, auch Meiose genannt, wieder männliche und weibliche Algen produzieren. Und dann fängt wieder alles von vorne an. Es wechselt sich also immer eine sexuelle mit einer asexuellen Generation ab. Und je nachdem, ob der Chromosomensatz doppelt oder einfach vorliegt, hat die Alge ein Geschlecht oder eben nicht. Man könnte das Ganze auch so ausdrücken. In the case of algae, the organism that we see when we go to a kelp forest, so we see these huge kelps, these are the diploid organisms. So this correspond to let's say, if we compare with us, right? So they are diploid. But then the algae also have a stage of the life cycle in which they are multicellular, but they are haploid. It means like, I mean, if you want to make the comparison with the humans, it would be like you take your ovaries or your sperm cells and they are just walking next to you and they are multicellular, right? So it's a very, you have to be a lot of imagination to imagine this, but with the algae this is the case. Das war Susanna Coelho. Sie ist Daniels Chefin am Max-Planck-Institut für Biologie und Direktorin der Abteilung für Entwicklung und Evolution von Algen. Sie erklärt, dass man sich die weiblichen und männlichen Algen so vorstellen kann, als würden bei uns Menschen die Spermien oder Eizellen als mehrzellige Lebewesen herumlaufen und ein eigenständiges Leben führen. Ziemlich crazy, oder? Daniel fasst es nochmal so zusammen. Also könnte man sich das bei den Menschen so vorstellen, als würden wir eine nächste Generation produzieren und die hat dann Sex und dann kommt wieder eine asexuelle Generation, die dann nur Sporen produziert und dann kommt die nächste sexuelle Generation. Und das ist sehr interessant, weil es auch, es trennt praktisch den Lebenszyklus in zwei sehr, sehr unterschiedliche Stadien teilweise, die halt in völlig unterschiedlichen Lebensräumen leben und dementsprechend auch völlig unterschiedlichen Selektionsdrücken unterlegen sind. Und das ist für uns ein sehr interessantes Modell, um einerseits halt die Entwicklung auch von sexuellen Systemen zu untersuchen, aber andererseits auch die Evolution und die evolutionären Drücke, die auf die unterschiedlichen Generationen wirken. Okay, aber jetzt mal wieder ganz praktisch. Wenn ich nun am Strand entlang laufe und eine Alge sehe, dann möchte ich doch wissen, wie unterscheiden die sich denn jetzt mal rein optisch, die diploiden und die haploiden Generationen? Die unterscheiden sich in den simpelsten Fällen überhaupt nicht und sehen einfach genau gleich aus. Und dann ist es sehr schwierig herauszufinden, womit man es jetzt zu tun hat. Und in den extremsten Fällen, das sind dann wieder die Kelps, da hat man dann die Gametophyten, die haploide Generation, die sexuelle Generation, die ist mikroskopisch. Das sind einfach nur kleine, filamentöse Zellkonstrukte bis zu sogar nur einer einzigen Zelle. Wenn sie sofort sexuell wird, hat man eine einzige Zelle, die produziert dann eine Eizelle oder ein Spermium und dann sind sie weg. Und dann hat man die diploide Generation, die dann bis zu mehrere 10 Meter groß werden kann. Und das sind dann die asexuellen und die man wirklich dann auch im Feld sieht. Was da auch interessant ist, diese mikroskopische Gametophyten-Haploide-Generation, die kann auch mehrjährig sein. Das heißt, es ist nicht immer ein strikter Wechsel zwischen Diploid und Haploid, zwischen groß und klein, sondern die beiden können parallel zueinander existieren. Und die Gametophyten, die haploiden mikroskopischen Stadien, sind häufig etwas resistenter gegenüber Schwankungen in der Umwelt. Zum Beispiel jetzt wieder auf die Kelps bezogen, sind die Gametophyten bis zu 3-4 Grad toleranter gegen erhöhte Temperaturen. Das heißt, wenn man jetzt eine Hitzewelle hat in der Umwelt, dann können die großen Sporophyten absterben, aber die Gametophyten sind immer noch mikroskopisch auf den Steinchen und können dann die nächste Generation bilden. Und so hat man praktisch zwei unterschiedliche ökologische Nischen, die sich gegenseitig komplementieren können und dadurch das Ökosystem besser erhalten können als nur eine Generation, die nur praktisch ein Set an Bedingungen hat, um irgendwo vorzukommen.
Die Lebenszyklen mit den unterschiedlichen Stadien haben also Auswirkungen darauf, wie Algen sich an veränderte Temperaturbedingungen anpassen können. Mehr zur Ökologie der Algen und den Auswirkungen des Klimawandels erfahren wir in einer weiteren Folge über Algen in der nächsten Staffel. Jetzt aber zu einer anderen spannenden Frage. Wenn wir eine männliche und eine weibliche Alge haben, wie läuft dann da das Dating ab? Well, again, it depends on the algae. But for the brown algae, there's actually quite a diversity of ways of mating. But the most common way is that you have male and female algae. They are separate organisms, so they are close by in the intertidal zone, but usually by a few meters away. And then they have to produce the gametes, and the gametes are produced, well, females produce the eggs and males produce the sperm, but then they have to release these gametes into the seawater. And this may be a problem because if you're just diluting all your gametes, it makes things a bit complicated. Bei einer Braunalgenart mit männlichen und weiblichen Algen kann es also ein bisschen schwierig sein, dass die Eizellen und Spermien zueinander finden. Im Wasser ist es entsprechend auch gar nicht so einfach, den richtigen Partner so rein per Zufall zu treffen. Daher haben die Algen unterschiedliche Dating-Strategien entwickelt. Eine davon ist die folgende. To release the gametes at low tide. So you can imagine the algae being in a little tide pool. So of course, when the tide is low, you have less water. So of course, the males and the females release the gametes. You have less water, so less probability of not finding a partner. So this is one way. And then for most brown algae, the female gametes, so the eggs, they produce a sort of a perfume called pheromone. That attracts the male gamete. So the male gamete has got the flagella, so it can swim. And usually people are very surprised because these are not animals, but they do move, so the gametes move. So the male gametes are attracted by this perfume, and then they swim towards the egg, and then you have the fertilization happening. Eine Strategie ist also, dass die Eizellen und Spermien nur bei Niedrigwasser freigesetzt werden. Das erhöht natürlich ihre Chancen, einander zu finden, da ja bei weniger Wasser die Dichte der Eizellen und Spermien entsprechend höher ist. Aber die Keimzellen können auch selbst aktiv werden, um einen Partner zu finden. Eizellen können zum Beispiel Duftstoffe freisetzen, die dann die Spermien anlocken. Und die Spermien können dann dorthin schwimmen. So another possibility is that male and females are phototactic, meaning that they are attracted by light. So in this case, when the male and the female plants or algae release their gametes, the gametes will be attracted to the surface of the seawater. And then we are no longer in a three-dimensional space, we are only in two dimensions. So then the females produce this pheromone, and then the males are attracted by the pheromone, but the chance of dilution is smaller than if we were in a three-dimensional space. Das heißt also, dass die Keimzellen zusätzlich auf Licht reagieren können und dann an die Oberfläche des Meeres schwimmen. Und wenn dann alle an der Oberfläche versammelt sind, ist es natürlich einfacher, einander zu finden. Bleibt aber noch die Frage, woher wissen die Algen eigentlich, wann es Zeit ist, mit dem Sexualleben anzufangen? Passiert das ganze Jahr über? Sind die da irgendwie synchronisiert? Das ist von Art zu Art unterschiedlich. Die wichtigsten Faktoren, die da den Lebenszyklus allgemein regulieren, sind Temperatur und Licht. Gerade dadurch, dass diese Algenwälder halt hier in unseren Breiten vorkommen bis in die arktischen Regionen, haben wir auch eine starke Schwankung ja in der Tageslänge. Und die Tageslänge ist ein bekannter Synchronisator einerseits von Wachstumszyklen in Algen, aber auch eben in der Fertilität. Und was wir jetzt bei den Braunalgen machen, zum Beispiel, um sie nicht fertil zu bekommen, ist, wir entfernen Blaulicht aus unseren Inkubatoren und wir halten sie etwas zu warm. Und die Art, mit der ich arbeite zum Beispiel, die ist fertil im Sommer. Und das heißt, wenn ich sie dann kreuzen möchte, wenn ich möchte, dass sie fertil werden, dann stelle ich sie in Weißlicht, dass sie diesen Blaulichteinfluss bekommen, der die Fertilität anregt.
und ich gebe ihnen lange Tageslängen, bis zu 16 Stunden Tage, und ich reduziere die Temperatur ein bisschen. Und so kann man das auch im Labor dann regulieren. Wenn wir wissen, dass die Art im Sommer fertil wird, dann versuchen wir das im Labor dann zu simulieren. Ein wichtiger Faktor für die Fruchtbarkeit von Algen ist auch die Verfügbarkeit von Nährstoffen im Wasser. Für Kelp-Gametophyten ist beispielsweise Eisen wichtig, um fruchtbar zu werden. Wenn Daniel also den Algen im Labor bewusst kein Eisen dem Wasser zusetzt, dann kann er die Algen damit unfruchtbar halten. Gibt es da noch andere Einflüsse, also zum Beispiel Mondlicht, hat das dann auch einen Einfluss darauf? Mondlicht ist bekannt, um die Entlassung der Gameten dann zu synchronisieren. Wenn also die Art an sich, oder also wenn die Individuen an sich schon damit angefangen haben, durch, sagen wir mal, zum Beispiel die Temperatur oder die Tageslänge, langsam anzufangen, Gameten zu produzieren, dann muss man ja auch schauen, dass die Gameten auch passend aufeinandertreffen können. Und da sind Mondphasen ein Trigger, der auslösen kann, dass dann die Gameten zu einem Zeitpunkt, häufig mit Einsetzen der Nacht, dann freigesetzt werden. Und dann eben die Wahrscheinlichkeit dadurch erhöht wird, dass sie aufeinandertreffen. Ein anderer Faktor ist zum Beispiel die Tide, also die Gezeiten. Da gibt es eine Art oder mehrere Arten, die Gameten freilassen, wenn sich das Wasser zurückzieht. Das heißt, die Algen liegen dann frei und es ist noch so ein bisschen Wasser vorhanden, auf ihnen so ein dünner Film an Wasser, und dort werden die Gameten dann entlassen. Und dann mit dem Schwung des Wassers, das zurückkommt, werden all diese Gameten aufgespült und befinden sich dann praktisch lokal in einer Wolke von Gameten, und dort ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Fertilisation kommt, besonders hoch. Puh, ganz schön viele verschiedene Strategien, die Algen brauchen, um Sex haben zu können. Allgemein kann man sagen, dass die Algen auf Reize reagieren, die saisonal schwanken. Dadurch können sie ihren Lebenszyklus im Jahresverlauf synchronisieren. Das ist ein bisschen so wie wir Menschen im Frühling. Sophia jedenfalls hat allerdings schon den Überblick verloren und versucht jetzt noch einmal Klarheit zu bekommen. Also es gibt quasi zwei getrennte Prozesse, also dass die Gameten überhaupt produziert werden, das liegt an Temperatur und Tageslänge, und dass die Gameten freigesetzt werden, das wird dann vom Mondlicht oder von der Tide reguliert, ja? Genau, oder auch von einfach nur der Dunkelheit. Das sind auch viele Arten, die dann bei Einsetzen der Nacht gleichzeitig ihre Gameten entlassen. Oder dann nur ein Geschlecht die Gameten entlässt, zum Beispiel die Weibchen, und die dann ein Pheromon entlassen, das dann dazu führt, dass die Männchen ihre Gameten freisetzen und dann diese Gameten anzieht. Also genau, es ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr gut reguliert. Und natürlich auch wichtig, denn die Algen können nicht direkt miteinander kommunizieren, sie können nicht daten, und sie leben in einem dreidimensionalen Lebensraum. Das heißt, wenn man einfach nur wild seine Gameten entlässt, wann es einem passt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass man dort dann auf einen passenden Partner trifft. Es sind also zwei verschiedene Prozesse, die auch von unterschiedlichen Faktoren reguliert werden können. Der eine Prozess ist, dass überhaupt Eizellen und Spermien produziert werden. Der andere Prozess ist die Freisetzung dieser Keimzellen und dass sich Spermien und Eizellen finden. Aber dann gibt es auch Algen, die es sich besonders einfach machen. So this is what happens when the algae have separate sexes. But then you have some brown algae that are hermaphrodites. So this is another technique. So in this case, you maximize the chances of mating, because in the same individual, you're producing the male and the female gametes. So you are very close by, so they can meet faster and more efficiently. Manche Algenarten nehmen bei der Fortpflanzung einfach die Überholspur. Beispielsweise gibt es auch Zwitter, die sowohl männliche als auch weibliche Keimzellen produzieren. Dadurch können sie sich selbst befruchten. Diese Zwitter nennt man auch Hermaphroditen. Aber hat Selbstbefruchtung nicht auch Nachteile? Selbstbefruchtung führt ja beispielsweise zu geringerer genetischer Diversität. Das ist so ähnlich, wie wenn wir mit unseren Geschwistern Kinder zeugen würden. Und das kann ja zu Problemen führen. Europäische Adelige zum Beispiel heirateten untereinander so oft, dass sich genetische Defekte durchsetzen konnten. Kann Inzucht also nicht auch für Algen ein Problem sein, wenn sie sich selbst befruchten?
Exactly. Yes, it could indeed happen, and this is the reason why in land plants this is avoided. But in the case of brown algae, because they have an important phase of their life cycle where they are haploid, so they only have one copy of their genome, they immediately expose their genome to selection. So if there is a mutation in one gene, immediately the mutation will be visible and that individual will not be fit, will die. Algen haben also einen extra Auslesemechanismus und der funktioniert folgendermaßen. Bei einem diploiden Chromosomensatz kann ja ein Gendefekt auf dem einen Chromosom durch ein gesundes Gen auf dem zweiten Chromosom kompensiert werden. Das ist der Vorteil, wenn jedes Chromosom zweimal in der Zelle vorkommt. Und so funktioniert das auch bei uns Menschen. Beispielsweise kann eine Frau einen Gendefekt auf einem ihrer X-Chromosomen durch ein korrektes Gen auf dem anderen X-Chromosom ausgleichen. Dadurch bleibt das defekte Gen meist unentdeckt, weil es ja durch ein gesundes Gen kompensiert wurde. Hat aber ein Lebewesen, oder in diesem Fall die Algen, nur einen Chromosomensatz, dann kann ein Gendefekt auf einem Chromosom nicht einfach durch ein zweites Chromosom kompensiert werden. Denn bei einem einfachen Chromosomensatz kommt ja jedes Chromosom nur einmal vor. Wenn also diese haploiden Algen mit nur einem Chromosomensatz einen Gendefekt haben, dann stirbt die Alge an diesem Gendefekt. Und wenn die Alge dadurch stirbt, dann pflanzt sie sich entsprechend auch nicht fort. Durch diesen Mechanismus werden sozusagen in jeder zweiten Generation defekte Gene aussortiert, weil der Organismus daran stirbt und sich nicht fortpflanzt. Ganz schön unübersichtlich das Sexualleben der Algen. Es gibt also Zwitter sowie männliche und weibliche Algen. Eben hatten wir uns angeschaut, dass es viele Algen gibt, die nur in der haploiden Phase sexuell sind. Aber es gibt andererseits auch Algen, die in der diploiden Phase, also der Phase mit dem doppelten Chromosomensatz, Sex haben. Es gibt praktisch in den Braunalgen jede Kombination von Sex in der diploiden Phase und Sex in der haploiden Phase und getrennte Geschlechter und Zwitter. Und das ist natürlich dann auch ein super cooles System, um herauszufinden, was treibt oder welche evolutionären Faktoren treiben denn die Umstellung auf ein anderes sexuelles System an. Also die Algen können sogar auch evolutionär sich für ein anderes sexuelles System entscheiden. Sowas kann man beobachten? Ja, das ist in der Braunalgengruppe mehrfach unabhängig voneinander passiert, dass praktisch das sexuelle System gewechselt wurde. In alle Richtungen? In alle Richtungen, ja. Es ist noch nicht ganz klar, was das ursprüngliche System war. Momentan gehen wir davon aus, dass es ursprünglich so war, dass Eier und Spermien produziert wurden in getrennten Geschlechtern in der haploiden Phase. Und von da aus wurden dann zum Beispiel auch hermaphroditische, haploide Gametophyten entwickelt oder auch der Sex ausgelagert auf die diploide Phase. Und dort gibt es dann auch entweder getrennte Geschlechter oder Hermaphroditen, also Zwitter. Also es gibt da eigentlich irgendwie alles, ne? Es gibt da praktisch alles, ja. Und was hat da welche Vorteile oder unter welchen Bedingungen entscheidet sich jetzt eine Algenart für ein anderes Sexualsystem? Das ist immer sehr schwierig nachzuverfolgen. Es gibt innerhalb bestehender Arten teilweise das Phänomen, dass sich in bestimmten Regionen dann Populationen ausbilden, die zum Beispiel auf Sex verzichten. Da gibt es in der Art Skytosiphon, mit der ein Kollege bei uns in der Abteilung arbeitet, zum Beispiel das Phänomen, dass sich zur nördlichen Verbreitungsgrenze, wo es kalt wird, wo es möglicherweise zu kalt ist, dass der sexuelle Lebenszyklus aufrechterhalten wird, Populationen herausbilden, die rein weiblich sind und die sich dann klonal fortpflanzen. Das heißt, die Weibchen produzieren Eier und die können dann die nächste Generation erreichen, ohne befruchtet zu werden. Das nennt sich Parthenogenese, das gibt es in vielen verschiedenen Bereichen der Biologie. Und genau, aber da ist die grundlegende Idee, dass eben der Lebenszyklus gestört wird in irgendeiner Art und Weise und sich dann ein System entwickelt, in dem die Art ohne Sex klarkommt. Und das ist ein ganz extremes Beispiel, diese Parthenogenese. Andere Möglichkeiten sind dann zum Beispiel Zwitter zu entwickeln, die sich dann selbst befruchten können, aber auch von anderen noch befruchtet werden können und dadurch
bewirkt man dann natürlich, dass man noch einen gewissen genetischen Austausch hat und nicht eine rein klonale Population entwickelt. Aber die Zwitter haben quasi den Vorteil, dass sie jetzt nicht darauf angewiesen sind, dass Gameten von jemand anderem vorbeigeschwommen kommen. Richtig, das Zwitter-Dasein ist tatsächlich eigentlich schon fast ideal, weil dadurch das Individuum auch ausloten kann, worin jetzt mehr Energie investiert wird. In die Eiproduktion, die häufig ein bisschen aufwendiger ist, weil Eier größer sind, mehr Nährstoffe verbrauchen, und in die Spermienproduktion. Und das heißt, je nachdem, wie viele Individuen jetzt gerade in der Nähe sind, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Ei befruchtet wird, kann dann noch sehr viel variiert werden. Und es kann praktisch darauf optimiert werden, dass man sich entweder im Notfall selbst befruchtet oder auch dann angepasst werden an die Dichte dieser Population. Also ist das Zwitter-Dasein besonders interessant. Und es ist häufig auch eine Frage, wie denn überhaupt separate Geschlechter aufrechterhalten werden können in Arten, die auch Zwitter sein können. Weil prinzipiell das Zwitter-Dasein auf den ersten Blick eigentlich ideal erscheint. Alles klar? Wenn euch jetzt schon der Kopf schwirrt, dann solltet ihr euch jetzt gleich lieber hinsetzen. Denn die Grenzen zwischen den Geschlechtern sind gar nicht so klar voneinander abzugrenzen. Wir gehen davon aus, dass das Weiblichsein, also die Ausbildung von weiblichen Charakteristika in den Braunalgen der Grundzustand ist. Und dass dann durch das männliche V-Chromosom andere Wege aktiviert werden, andere Genexpressionen auf den Weg gebracht wird, die dann dazu führt, dass ein Männchen ist. Aber es gibt auch Möglichkeiten, gewisse Gene auszuschalten, die dann dafür sorgen, dass dieser Gametophyt, der genetisch männlich ist, einem Weibchen sehr, sehr ähnlich sieht. Nicht komplett funktional identisch und möglicherweise auch nicht wirklich als Weibchen funktionierend, aber zumindest in der Morphologie sehr, sehr ähnlich. Also sozusagen eine transsexuelle Alge. Sozusagen eine transsexuelle Alge, richtig. Wo wir schon so viel vom biologischen Geschlecht reden, ist es jetzt Zeit für ein paar Bemerkungen zum sozialen Geschlecht. Aber natürlich nicht dem der Algen, sondern dem der AlgenforscherInnen. Daher kommen jetzt ein paar Infos zum geschichtlichen Hintergrund. Algenforschung ist historisch nämlich als weibliche Wissenschaft entstanden. Yeah, that is interesting. So in the 19th century, it was not very common for women to do research, but it was in England especially, it was considered to be a very, very elegant work. Well, not even work, like a passion is to be, this women would go to the beach and they would collect these beautiful organisms that looked like plants. So at the time, everyone thought they were plants. So they would collect them and then they would make drawings. They would put them between sheets of paper to make things on the wall. I mean, they were very inspiring for these women. So by doing this, they started describing actually the morphology of these organisms. Im viktorianischen England war es ein beliebtes Hobby von Frauen, sich mit Algen zu beschäftigen. Sie haben die Algen gesammelt und zur Aufbewahrung in Alben, den Herbarien, gepresst. Diese total vielfältigen und schönen Erscheinungsformen von Algen waren dann auch Inspiration für kunstvolle Zeichnungen. Daraus entstand aber auch schnell das Bedürfnis, mehr über Algen zu wissen, also die Algen zu klassifizieren und verschiedene Arten zu bestimmen. Für heutige AlgenwissenschaftlerInnen bleiben aber immer noch viele Fragen offen. So gibt es auch in Susanna Coelius Abteilung für Algenforschung am Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen noch einiges zu tun. In our department, we're interested in many aspects of the biology of brown and the red algae, because these are the groups that are really not well understood in terms of multicellular organisms across the tree of life. So we're interested in the genes that control their development. How is it that the brown algae produces their own flowers or their roots? So we try to understand what are the gene networks that are involved in development of these organisms. And we have a particular interest in reproduction. So we try to understand how these organisms reproduce,
what are the genes that regulate their sexual differentiation, what are the genes that determine sexes, and so on. Heute ging es uns im Podcast hauptsächlich um die Braunalgen. Aber auch die nur wenig erforschten Rotalgen stehen für das ForscherInnen-Team im Fokus. Sie wollen ihre Genetik verstehen und insbesondere auch noch genauere Einblicke in ihre Fortpflanzungsmechanismen bekommen. Zum Beispiel, welche Gene entscheidend dafür sind, dass ein männliches oder ein weibliches Entwicklungsprogramm in der Alge abläuft. Oder auch, wie verschiedene Gene dabei zusammenspielen. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, was die WissenschaftlerInnen in Zukunft dazu noch alles herausfinden werden. Weitere Informationen zur Algenforschung am Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen findest du in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächsten Monat wieder ein, wenn wir der Forschung am Max-Planck-Campus in Tübingen auf den Grund gehen. Auf den Grund gegangen, ein Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Vielen Dank an Dr. Daniel Liesner, Postdoc am Max-Planck-Institut für Biologie, und Dr. Susanna Coelho, wissenschaftliche Direktorin für Algenentwicklung und Evolution am selben Institut.